Ja, gerne. Mein Name ist Henrik Jäger. Ich habe in München Sinologie, Philosophie und Japanologie studiert und vorher lange in Freiburg auch studiert, in meiner schönen Jugendzeit noch, und danach dann war ich in Würzburg, in Taipeh und bin letztlich dann in Trier gelandet, habe dort lange Sinologie unterrichtet. Und jetzt seit 2018 chinesische Philosophie hier in Freiburg. Das hängt immer davon ab, wie viel die Studierenden schon mitbringen. Und das ist in der Regel eher nicht viel bis gar nichts. Und dann ist es eigentlich auch gar nicht möglich, einen Überblick zu geben. Denn Überblick worüber, wenn überhaupt keine Vorkenntnisse da sind. Deswegen beginne ich in der Regel ganz anders. Ich habe das jetzt hier in Freiburg seit 2018 eigentlich ganz produktiv empfunden. Nämlich, ich konfrontiere die Leute einfach mit Texten wie in meinen Lesebüchern. Nehme teilweise auch meine Lesebücher als Vorlage, und das funktioniert ganz gut, weil es eben möglichst verständlich sein soll. Und anhand von konkreten Texten, die ich dann sehr gründlich vorstelle, vor allem auch sprachlich und von ihren Schriftzeichen her, wird dann Stück für Stück bilden sich dann bei den Studenten überhaupt Vorstellungen, wie ein chinesischer Text funktioniert. Wie in China sich meistens über Metaphern, über Gleichnisse, über ja ganz andere Sprachformen, als wir sie aus der Philosophie kennen, auch ein Bild von Ganzheit dann entwickelt hat. Das ist, und wenn sozusagen da schon mal jemand viel Erfahrung hätte, das wäre dann der nächste Schritt, dann kann man auch einen Überblick geben. Aber in der Regel, es gibt viele mittlerweile auch ganz gute französische und englische Bücher, die so eine Einführung oder einen Gesamtüberblick geben. Aber ich glaube, dass ein Anfänger da nicht viel mit anfangen kann. Tja, also da muss ich zwei Sachen sagen. Erstens, es ist genauso unmöglich, wie zu sagen, was eigentlich griechische oder deutsche Philosophie ist, weil es gibt Dutzende und Aberdutzende, auch verschiedene Ausprägungen. Deswegen ist das so gar nicht zu beantworten. Und das Zweite, und das habe ich jetzt gerade in einem Seminar, das hat den Namen Sprache, Schrift und Denken im antiken China, in einer ganz guten sozusagen Doppelkombi von Sprache lernen und das philosophisch Reflektieren, was man da lernt, dass ich jetzt versuche, über diese sozusagen Vorstellung, wie das alte Chinesisch funktioniert hat, gleichzeitig auch zu zeigen, wie, welche Arten von Denken durch diese Sprache einfach nahe lagen. Und wie man das eben am Sprachbau selbst auch verständlich machen kann. Und das ist etwas, was natürlich für die Studierenden auch ziemlich viel Arbeit bedeutet, aber wo ich das Gefühl und die Hoffnung habe, und es ist jetzt auch hier am Institut geplant, das sozusagen auszuweiten, also mit Arabisch zusammen, sehen Sie hier, sozusagen sowas permanent anzubieten, dass man eben, wenn man Philosophie studiert in Freiburg, auch nicht nur jetzt das Mainstream-philosophische sozusagen Getriebe mitbekommt. Ja, kann ich gerne. Wir hatten jetzt auch zur Einführung verschiedene Texte, also Zitate antiker Autoren, die man auf zwei oder drei oder vielleicht vier verschiedene Art korrekt übersetzen kann. Das ist etwas, was in unserem philosophischen Denken eigentlich völlig unmöglich ist, weil es geht ja darum, einen Sinn festzulegen. Aber für Chinesen ging es eigentlich gerade andersrum, möglichst viele Sinn Ebenen in einen Satz zu packen. Das war das philosophische Ziel. Und das ist dadurch zu erreichen, dass die Wortklassen nicht festgelegt sind.
Also ein Schriftzeichen, genau das gleiche Schriftzeichen, kann Nomen, kann Verb, kann Adverb, kann Adjektiv sein. Und je nachdem, wie man das im Satz dann praktisch jongliert, was Verb, was Nomen ist, kommt ein anderer Sinn bei raus. Ich würde das Buch Philosophy in the Flesh empfehlen von George Lakoff. ...1999 erschienen. Sie werden das auch finden, wenn Sie da einen Titel für suchen. Und zwar, ich sage zwei Sätze dazu, ist auch etwas umfangreich zu lesen, aber es ist ein wunderbarer, sehr, sehr interessanter Überblick über unsere westliche Philosophiegeschichte aus metaphern-theoretischer Sicht. Und dazu muss man sagen, dass die kognitive Metaphern-Theorie, darum geht es bei Lakoff und Johnson, sehr früh, sehr klar, sehr deutlich gezeigt haben, dass unsere grundsätzliche Vorstellung, dass Geist und Körper oder Denken und Leben verschiedene Dinge sind, grundsätzlich falsch sind, also nicht nur relativ, sondern einfach grundsätzlich falsch, dass wir nämlich ohne Körper gar nicht denken können. Und dass unser ganzes Leben immer mit Gefühl und mit Intuition und mit Wahrnehmung und eben auch mit Metaphern zu tun hat. Und dieser Ansatz, also Philosophy in the Flesh, bedeutet, wir sind, also wie, ich glaube, Aristoteles sogar schon gesagt hat, philosophical animals, also wir sind auch Tiere, ja, wir haben ganz irdische, leibliche, konkrete Bedingungen von dem, wie wir eben uns auch ernähren, wie wir uns entwickeln oder entwickeln können. Das hängt alles miteinander zusammen und das große Kritikfeld in diesem Buch, das hier die Autoren auftun, ist, dass diese ganzen körperbezogenen Aspekte in der westlichen Philosophie fast komplett rausfallen. Und ich finde das bis heute deswegen so wichtig zu lesen, weil man eigentlich, wenn man das gelesen hat, genau versteht, warum die chinesische Philosophie, wo das immer mitbedacht war, ganz anders sein muss. Das Interessante ist, die Autoren haben keinen einzigen chinesischen Autoren selbst genannt. Das heißt, sie haben jetzt nicht irgendwie eine Art Werbeaktion für chinesische Denker machen wollen, weil sie die offenbar nicht gelesen haben. Es ist kein einziges Zitat von Konfuzius, nichts. Es ist aber genau das, was man sozusagen methodisch und theoretisch braucht, um zu verstehen, warum chinesische oder auch japanische oder andere Denker ganz anders gedacht haben, scheinbar nicht philosophisch oder nicht philosophisch genug. Und das wird alles eigentlich sehr klar, warum das so ist. Ich würde gerne noch ganz kurz auf ein weiteres Buch hinweisen von einem guten Freund. Das ist auch aus der Zen-Praxis entstanden. Das heißt Erkenntnisphilosophie von Rainer Dückerhoff. Es ist auch in diese Richtung, also sozusagen die Verbindung von körperlicher Praxis, von Übung und Philosophieren, finde ich ein sehr schöner, gelungener Entwurf, wie man eben, wenn man verschiedene, sozusagen aus verschiedenen Wurzeln denkt, was ich ja vorhin gesagt habe, was chinesische Philosophen seit 150 Jahren zwangsläufig machen, auch japanische, also weltweit ist das Standard, hat man eben auch sehr viel mehr Denkraum. Ja, und das ist das, was ich an diesem ganzen Unternehmen, chinesische Philosophie zu studieren, sehr, sehr toll finde und wo ich auch hoffe, das ist ein weiterer Punkt, dass es Bewusstsein dafür jetzt nicht nur in der Philosophie, sondern auch generell in der Gesellschaft zunimmt, dass wir es genauso wie mit Russland mit einer Kultur zu tun haben, die uns sehr viel zu geben hat und wo wir in den Momenten, wo sie politisch, wirtschaftlich oder sonst wie bedrohlich wird, eigentlich sehr gut beraten sind,
gerade dann sie wirklich auch zu kennen. Denn diese Bedrohung hat immer auch auf der anderen Seite damit zu tun, und das kann ich aus chinesischer Sicht sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sich in 1000 und nochmal 1000 Momenten der Weltgeschichte gedemütigt und einfach nicht ernst genommen gefühlt hat. Und der ganze chinesische sozusagen Expansionswahn, den wir im Moment sehen und von dem wir noch einiges erleben werden, hat diese auch traumabedingte Scham im Hintergrund sozusagen. Man ist kolonialisiert worden, auf brutalste Weise seiner kulturellen Selbstständigkeit und seiner Ressourcen beraubt worden im 19. Jahrhundert. Es kam nie eine Entschuldigung, auch nicht von Deutschland, für das, was Anfang des 20. Jahrhunderts in China an Verbrechen geschehen ist. Keine Entschuldigung bis heute. Und das ist in China, wird das jetzt teilweise sehr subtil im Fernsehen mit pausenlosen Sendungen über diese Zeit bei den Menschen praktisch getriggert, so nach dem Motto, jetzt zeigen wir es denen und wir machen es genauso, wir können das genauso. Und diese Art von traumabedingter Kettenreaktion, die wir jetzt mit Russland auch erleben, die könnte man entschärfen, wenn man einfach viel mehr Politiker und Journalisten und Wirtschaftsführer hätte, die um diese Zusammenhänge wissen.